So, Leute, jetzt kommt zu uns bei Half-Life Blue Shift. Wir sollen durch das Portal und das machen wir auch. Es ist zu spät. Hallo? Was ist zu spät? Gute Arbeit, Mr. Kalu. Wir hatten uns schon langsam Sorgen gemacht, als Sie so lange nicht zurückkamen. Aber wie es scheint, haben Sie es geschafft, das Gerät in Gang zu setzen. Das Signal, das wir erhalten, ist sehr stark. Nur habe ich leider eine schlechte Nachricht. Die Energiereserven haben gerade ausgereicht, um das Feld für Ihre Reise in die Grenzwelt zu öffnen. Wenn wir den Teleporter lange genug offen halten wollen, um einen sicheren Ausgangspunkt zu berechnen und genug Zeit zu haben, um alle durchzuschleusen, wird jemand in den unteren Level gehen müssen, um eine neue Energiezelle zu besorgen. Ein paar unserer Kollegen sind vor einer Weile runtergegangen. Aber wir haben seitdem nichts mehr von Ihnen gehört. Ich befürchte das Schlimmste. Ich sage Ihnen das ja nur ungern, aber wenn nicht jemand nach unten geht, wird es keiner von uns lebend hier rausschaffen. Abgesehen davon haben Sie die beste Ausrüstung, um mit möglichen Gefahren fertig zu werden. Hier, ich bringe Sie zum Zugangslift, der zum Energiegenerator führt. Ja, renn doch gleich weg. Na toll. Anscheinend hat es mit den Ausrichten geklappt. Aber es ist auch nicht alles erledigt. Na gut. Das Ding hat er mittlerweile ausgebaut. Interessant. Da unten sind die alten Energiegeneratoren, die früher diese Labore gespeist haben. Sie sollten das, was wir brauchen, dort unten finden. Sobald Sie eine neue Energiezelle gefunden haben, sollten Sie prüfen, ob sie geladen ist. Und sie dann über den Lastenaufzug nach oben schicken. Viel Glück! Alles klar. Wir sehen uns dann in, was weiß ich, 30 Minuten oder so. Länger werde ich dafür nicht brauchen. Oh, yeah. Alles nachladen. 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 Gut. Hinter uns ist kein Gang, nur vor uns. Dann machen wir auf den Scheiß. Hallo. Oh. Verdammt, ich dachte, es sieht mich nicht. Blödes Vieh. Aufzug. Cool. Das da hinten scheint kaputt zu sein. Also, gehen wir hier lang. Hallo? Dinger, Sie sind überall. Wir müssen hier raus. Reißen Sie sich zusammen. Wenn wir die Energiezelle nicht aufladen können, gehen wir alle hops. Verdammt, das ist unzerstörbarer Zaun. Nein, nicht der Wachmann. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Hallo? Okay, ich glaube, die haben wir verloren. Hier ist auch zu. Na gut. Dann fahren wir nochmal runter. Hm? Was ist denn hier los? Da versucht er sich einer durch die Tür zu schweißen und die einzigen Leute, die ich kenne, die das können, ist das Militär. Ja, das Militär kann das. Ja, was ich gerade gemacht habe, ist einfach dumm draufhalten. Ist ein Unterdrückungsfeuer. Das bringt zwar nichts, aber es sieht cool aus. Au! Hat gestorben. Das ist mir noch nie passiert im Blue Shift. Das fasziniert mich jetzt sogar. Erledigt, du scheiß Roboter. Gott, ich finde das so peinlich, dass das Roboter sind. Anscheinend habe ich wirklich Leben verloren gehabt. Faszinierend. Da hinten ist irgendwas explodiert, interessanterweise. Mein Gott, wie viele kommen denn da noch? Ich hoffe einfach mal, ich habe genug Munition dafür. Hallo? Roboter?
Das sind Roboter. Ah, okay, hier ist off. Ich denke mal, das müssen wir auf on schalten, wenn das schon so detailreich leuchtet. Ja, mein Revolver. Das hat der erste Schuss nicht getroffen, verdammt nochmal. Verdammt, nachladen, nachladen. Gestorben. Au, 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 au. Hör auf mich zu schießen. Das tut weh. Verdammt nochmal. Das hat jetzt sehr weh getan. Ich denke mal, viel Leben werde ich nicht mehr haben. Haltstation. Ich vertraue der Haltstation nicht. Erstmal gucken, was da oben ist. Ah! Ein Autogeschütz. Ah. Okay, jetzt sind wir hier, wo wir eben waren. Na gut, dann will ich dich mal da hinten heilen. Das können wir jetzt gebrauchen. Soll ich den hier nachladen? Ja. Wow. Ganz schön cooler, der cool dieser Komplex. Komm hier runter. Au, die Granate hat mich voll erwischt. Was macht denn der Knopf da? Nix. Okay, wir haben volle Munition anscheinend, oder? Ja. Oh, hier sind die Kohleautomaten geknackt. Ach, jetzt müssen wir Leben holen. Schon besser. Au! Das wäre jetzt doof. Hold Position. Wenn die Position halten. Er hat nicht geschossen. Nochmal zur Sicherheit. Na gut. Exit Tunnel. Was? Exit Tunnel Access. Natürlich ist der Knopf dafür kaputt. Was im Jahr hier oben ist einer. Leben, sehr schön. Ich werfe einfach mal eine Granate hoch. Der Typ scheint noch zu leben. Ah, ich habe ja einen erwischt. Aber einer lebt noch. Ach, schieß den doch vernünftig ab. Mein Gott. Ah, schon besser. Offline, da hatten wir ihn geladen. Na gut, dann gehen wir mehr durch. Oh, der ist tot. Das gefällt mir. Tote Gegner sind gute Gegner. Oh, nicht die Viecher. Au! Drecksdinger. Ich hasse sie. Diese Suppe sieht noch... Wow. Diese Suppe sieht noch schlimmer aus als die Instant. Gut, das ist jetzt irgendwie so abgelaufener Orangensaft. Und ja, der ist nicht mehr orange, so abgelaufen ist der. Da will ich nicht reinfallen. Ah, ich sehe schon. Ich... Ich schauen, wir müssen die irgendwie verbinden. Oh, cool. Hier ist auch noch was. Und ja, Leute, wie verbindet man Draht? Nein, man legt ihn nicht zusammen, Leute. Das ist doch dumm. Man verbindet Draht, indem man eine sechseckige
Ist das sechseckig? Ja, es ist sechseckig, das Ding. Ein sechseckiges Metallfass dazwischen stellt. Das passt. Gott, habe ich lange dafür gebraucht, das herauszufinden, als ich das erste Mal Blue Shift gespielt habe. Aber jetzt funktioniert das. Er kommt auf so eine dumme Idee. Ein normaler Mensch würde sich das nehmen und den TNT-Pumpe-Box-Teil da einfach näher da dran stellen, das Kabel verbinden. Nummer 9. Ah! Schnauze! Oh Gott, sind das viele Headcrabs. Hab ich ja schon mal erwähnt, dass die Entwickler es wohl geliebt haben, Headcrabs zu platzieren. So, hier ist auch alles am Arsch. Ich habe da Geräusche gehört. Hallo? Oh, genau sowas habe ich erwartet. Drecksvieh. Headcrabs, ich hätte es damit nicht müssen. Ah, Mann. Pumpenkontrolle. Wow. Wow, das geht schnell, ja. Ich glaube, ich verstehe, was man machen soll. Ah, die Munition für den Revolver und so weiter. Headcrabs. War doch klar. Ich glaube, wir sind voll. Wie gesagt, ich weiß nie, ob ich voll bin oder nicht. Aber ich glaube, ich verstehe, was wir machen müssen. Diese Dinger sind natürlich nicht verbunden. Nicht, weil sie abgebrochen sind oder so. Nein, da ist einfach kein Weg über diese Brücke. Und ich glaube, wir sollen diese Fässer, weil die schwimmen oben, so hinstellen, dass man auf die drauf springen kann. So. So. Da oben waren auch noch Fässer. Ich hoffe, die gehen nicht kaputt, wenn die da runterfallen. Ah, nö, es funktioniert. Oh, was passiert eigentlich, wenn ich ein Fass auf ein Fass stelle? Das Spiel wohl abstürzt? Na, ein bisschen weiter nach hier. Ich markiere mir die Stelle mal. Wow, das kann man voll gut sehen. So, hier müsste doch eigentlich richtig sein, ja. Toll. Kann ich jetzt beide bewegen? Ja! Aber nicht, weil die Fässer aufeinander stehen, sondern weil ich mit meinem Kopf auch noch die Fässer anschiebe. Mal sehen, was passiert, wenn ich... Wow! Wow, ich finde diese Physik ist echt toll. Okay, das war jetzt ein bisschen zu viel, aber... Bam. So, wenn ich mir das so angucke. Mal eine Trockenübung machen. Was ist denn hier? Nach da. Nach da. Ah, super. Ja, das Wort Trockenübung passt voll gut dazu. Ja, sowieso nichts mit drin. Kann ich mir so noch holen. Überall im Hintergrund dieses Geräusch. Das hört sich nicht gut an. Das Wasser steigt. Es ist ja kein Wasser, die Flüssigkeit steigt. Ah, perfekt. Perfekt. Na gut, alles klar, Leute. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Okay, Leute, wenn wir da uns erstmal die andere Seite safe machen, sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage bis zum nächsten Mal und tschüss.